Alle Spiele der Regionalliga West. Live und on demand auf Sport Total. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit, knapp 5 Minuten verspätet, aber jetzt ist es soweit. Königsblau stößt in den bekannten blauen Trikots an und spielt zunächst von links nach rechts. Das ist Marco Cirillo für die Wattenscheider und ein richtig schöner Pass in Richtung Sané. Das ist die erste dicke Chance. Kim Sané und das könnte den Elfmeter geben. Den gibt es nicht. Hier gibt es natürlich keinen Videobeweis, wie ihr natürlich alle wisst. Und wir schauen nochmal drauf. Scheinbar kein Abseits. Sané mit ordentlich Tempo und Boboy geht da ganz schön unglücklich in den Zweikampf. Das ist mit Abstand der Höchstwert in dieser Liga. Zum Vergleich die zweitbeste, die zweitschlechteste Defensive natürlich. Rot-Weiß Aalen. Oh, was ein Fehler, Sané! Hui! Kommt da ein bisschen aus dem Tritt. Und nächster Anlauf. Wieder mit Cirillo. Beinschuss sieht schön aus, bringt aber wenig. Nächster Fehler, Kireva. Sindermann, Sané! Wow! Der Mann ist richtig on fire heute. Dritte gute Gelegenheit für Kim Sané. Dreht sich da wunderbar um Gusi. Aber Castelle bekommt den nicht vernünftig verarbeitet. Jetzt wieder Sané. Fall schnell. Was macht er diesmal? Tänzchen gegen Gusi. Sané. Nächster guter Abschluss. Ja. Kireva, der Mann hat richtig Tempo. Mehr Tempo als Malcherek. Für Baluk. Und da muss auch Neufeld das erste Mal eingreifen. Malcharek. Gut gemacht vom Innenverteidiger. Und jetzt wieder über, na klar, Sané. Mit Tempovorteilen gegen Cissé. Ne, Boboy war's. Das ist Kireva. Gerade noch so gerettet. Cissé. Ah, es ist sehr ideenlos und trotzdem gibt es die Chance. Floto! Meine Güte! Jetzt schauen wir aber erstmal, was die SGW macht. Tunga und Sindermann. Wieder Tunga. Kesim. Reichel das erste Mal ein wenig unsicher. Da allerdings als Joker gekommen. Sein Startelf-Einsatz heute noch nicht so richtig gerechtfertigt. Jetzt geht's wieder schnell. Und natürlich ist wieder Sané beteiligt. Belohnt er sich diesmal? Nein. Bereits die 5. gute Gelegenheit, an der Kim Sané beteiligt ist. Und wieder ist der Ball nicht drin. Insgesamt 4 im Kader von Wattenscheid vorbelastet. Gute Chance. Schon angeschlagen in die Partie reingegangen. Davon hat man in Hälfte 1 wenig gesehen bis zu seiner Behandlung. Aber jetzt scheint es nicht mehr weiterzugehen. Dafür sein Bruder Sidi Sané. Macht's besser als sein älterer Bruder. Die erste Chance für den 20-Jährigen. Und die bringt er gleich im Kasten unter. 63. Minute, nee, 66. haben wir schon. Und Sidi Sané stellt den Spielverlauf auf den Kopf. Aber Kireva, der kann noch. Und hat noch genug Sprit im Tank. Baluk.
Sidi Sané. Gutes Dribbling, Sané. Doppelpack. Ist das bitter für Kilian Neufeld. Im Tor der Wattenscheider. Der Abschluss gut und leicht abgefälscht. Neufeld steht nicht ideal, wird auf dem falschen Fuß erwischt. Und dann trudelt der Ball in den Kasten. Dehnt. Allerdings sind in Wattenscheid alle frohen Mutes, dass die Entscheidung pro Wattenscheid ausfallen wird. Jetzt nochmal Lerche, das muss es doch sein, Cirillo. Und auch den bringt er nicht im Kasten unter. Und die Gegentore vermeidbar. Gusi. Und das gibt den Elfer. Der Unglücksrabe ist der junge Abid Janik. Kireva, ganz cool verwandelt. Schickt Neufeld in die falsche Ecke. Lediglich 3. Und jetzt ist es aus. Und damit amtlich. Der FC Schalke 04 schlägt Wattenscheid 09 mit 3:0. Und könnte damit die Vorentscheidung im Abstiegskampf herbeigeführt haben. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.